wie ich meinen Großvater kennenlernte. Ich wurde an einem Mittwoch geboren, an einem Mittwochvormittag um 10 Uhr, falls jemand die Zeit vergleichen möchte. Obwohl der Monat August gewitterfreundlich ist, donnerte es nicht und die Sonne stand nicht im Zeichen der Jungfrau und es ging keinesfalls goethisch bei meiner Geburt zu. Aber ich soll mich sofort so umgesehen haben, als ob ich die Welt schon kennte, behauptete meine Mutter. Doch sie verriet es erst, nachdem mein erstes Buch gedruckt war. Und dass ich mich so kenntnisreich umblickte, gleich nachdem ich in die Welt gefahren war, das war nur ein Trick von mir. Und ich habe diesen Trick im Leben noch oft benutzen müssen. Denn wundern darf man sich nur unauffällig, wenn man nicht haben möchte, dass einen die Schlauberger unter den Zeitgenossen für einen Naiven halten und dass sie einen unter ihre Botmäßigkeit zwingen. In Bezug auf mein Dasein nahmen meine Mutter und ich übrigens verschiedene Standpunkte ein, denn als ich für die Mutter schon da war, wähnte ich mich noch im Niemandsland. Und das bewies, dass ich kein Wunderkind war, denn nur Wunderkinder erinnern sich ihrer ersten Lebensminuten und sie machen Aussagen über die Schürze ihrer Hebamme und sie verkünden, diese Schürze wäre Voice gewesen. Und alle Wunderkindgläubigen staunen.